Ja, extrem wichtiges Thema, weil eigentlich leben unsere Autos ja schon immer so ein bisschen von den Felgen. Getuntes Auto? Keine Wetter. Aber ich bin wirklich schon ein bisschen nervös vor dem Punkt, wenn du mit dem Hänger davor rollst, die Klappe aufgeht und hoffentlich dieses Auto da rausrollt. Ich auch. Ich habe mir schon so viel Gedanken gemacht, oh Gott, was ist, wenn er nicht fährt? So, Max, wie waren die letzten Tage? Sieht man es an den Augenringen? Anstrengend? Du siehst auch fertig aus. Ja, für uns war wirklich Hölle. Also ich denke mal, für dich wird es mindestens genauso heftig gewesen sein, aber die letzten Tage waren schon. Aber also, irgendwie braucht man das ja auch so. Ne? Ich sage immer, unter Druck kann man arbeiten. Siehst du, auch ein Mercedes kann Fahrfreude bringen. Perfekt, perfekt. Also ist jetzt tatsächlich so schon einmal durchpoliert. Nee, nein, stopp. Ich denke, du am besten, du stellst dich dahinter und genießt den Anblick. Okay, das ist, glaube ich, vernünftiger. Freust du dich? Warte, musst du da genau. Wobei. Ja, vor allem gerade in diesem weißen Hänger sieht dieser Arsch halt sowas von pervers aus, ne? Ja. Komm her, muss ich erstmal drücken, ja. Für die letzten Tage. Gerne. Gerne. Es war mir eine Ehre. Brutal. Glänzt wie Schwein. Brutal. Ja, ich würde sagen. Sieht aus wie Neuwagen. Das sowieso. Hängt man schnell ab. Ja. Und dann fahren wir mal raus. Weil ich glaube, gehört hast du ihn auch noch nicht. Nee. Es wird auch noch mal lustig. Was hättest du gemacht, wenn beim Transport irgendwas schiefgegangen wäre? Dann wäre ich direkt weitergefahren und hätte mich irgendwo in die Straße gesetzt und geweint. Nee, du hättest umgedreht und wieder alles fertig gemacht. Wahrscheinlich, ja. Also ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Uni Schwarz ist einfach perfekt. Mit diesen weißen Handschuhen bist du aber ein Chef. Alter. Ich hab den, das Ding also ist ja, ich hab ihn das letzte Mal gesehen, da war es halt 1 Uhr nachts und es war stockfinster, ne? Aber ohne Witz, ich behaupte, man kann das Auto nicht viel besser bauen. Hammer. Richtig also, geil gemacht. Rostfrei, perfekte Basis, perfekter Innenraum, wirklich einfach eins. Ich würde sagen, ja. Wir packen ihn ins Warme. Sprachlos. Will ich einfach genießen, sprachlos, einfach geil. Felgen passen wie Arsch auf einmal da drauf. Bremse sieht geil aus. So in Silber alles. Uni schwarze Auto, Sound geil. Alles geil. Ich würde sagen, ab vors Tor, dann schieben wir rein. Messe läuft schon. Würde ich sagen. Okay, los geht's. Bis heute für mich wirklich unbegreiflich, wie wir es echt geschafft haben, in dieser kurzen Zeit dieses Auto pünktlich zur Essen Motorshow fertig zu machen. Der Moment, als Max mit dem Trailer vorfuhr, jetzt muss man dazu sagen, es war schon während des ersten Messetages, war einfach magisch. Die Klappe ging auf, Max machte das Auto an, ich hörte es wirklich das erste Mal, ich sah das Auto das erste Mal in freier Natur. Dieser Moment, es war einfach nur toll. Messe lief schon, das heißt, ab dem Tor mussten wir das Fahrzeug auch noch schieben. Es war cool zu beobachten, wie die ganzen Messebesucher gar nicht wussten, was für ein Auto da gerade reinkommt. Warum kommt jetzt noch ein Auto hinterher? Aber genau das hat es auch irgendwie in diesem Moment so besonders gemacht. Jedes Mal aufs Neue täglich der Spaziergang auf den Stand war schon immer wieder so ein
Flashback, weil man immer wieder dieses Auto da stehen sieht und es im ersten Moment eigentlich unreal ist, dass wirklich dieses Auto in der Zeit fertig geworden ist und dass das Auto ist, was vor gefühlten 4-5 Wochen noch blau aus Japan im weiß Gott nicht für einen Zustand dastand. Also Wahnsinn, überwältigend. Ich weiß nicht, finde fast keine Worte dafür eigentlich. Allerdings, nach der Messe ist bekanntlich vor der Messe. Eine ganz kleine Baustelle gab es noch, und zwar unser Sattler Ron hat zwar wirklich im Akkord 200% gegeben, aber im Kofferraum gab es noch ein, zwei kleine Teile, die wir noch zum Rest des Autos anpassen mussten. Also ab nach Bamberg und die letzten Teile einbauen. Schon mehr Custom Car, ne? Merke ich gerade so. Ist schade, dass es halt bis zur Messe nicht geklappt hatte, aber wenn man ehrlich ist, ja, es war von außen eh schon so aufregend, ne, dass es egal war, ob da jetzt was drin ist oder nicht. Ich denke, es hat auch für die Messe grob gereicht. Aber das ist jetzt am Ende der vollwertige Clubsport-Umbau für mich. Rücksitzbank raus, Kofferraum, alles was geht, Alcantara, und dann hat Ron, wie man an dem Logo sieht, nochmal schnell einen Teppich selber gemacht. Ja, das geil. Heißt, das ist wirklich eine Matte, extra für den E46 M3. Ja. Und noch schön zum Hochziehen. Geil auf jeden Fall. Gerade hier abgenäht, erst dachte ich, das ist nur so überlappend, aber es sieht schon wirklich brutal wieder aus. Er hat mich gehasst, weil dieses Filz ist nicht so einfach zu beziehen. Okay. Aber wir machen das ja nur einmal, deswegen soll es ja auch ordentlich sein. Geile Aber so ist perfekt. So ist es, glaube ich. Komm her, wir schmeißen das jetzt rein, weil dann ist das Auto endlich fertig. Ja, wobei, das sieht so auch schon fett aus, ne? Also, wenn es so bleiben würde, hätte ich gesagt, eigentlich nur noch eine Domstrebe hier. Ja. Das ist auch schon sexy, ne? Aber bisschen Teppich schadet nicht und wiegt auch vor allen Dingen nicht viel. Ne? Kann man Fahrwerk immer schön direkt verstellen. Deswegen. Aber nee, bei mir zählt im Innenraum, zählt mir am Ende leider wirklich immer, es muss eher geil aussehen, definitiv. Ich meine, es ist zwar schön, wie die ganzen Kabel alles schön sauber verlegt und so weiter, ne? Aber eigentlich krass, wenn ich mir jetzt gerade überlege, dass das alles schon mal einmal wieder raus war, ne? Mhm. Und eigentlich schon wieder drin ist. Ja. Aber egal, komm mal her, lass die Alcantaras da reinschmeißen. Schon sehr geil. Teppich muss ich doch so ein bisschen entspannen, aber dann... Ja, aber egal wie cool dieses Auslackierte ist, ne? Das bin halt einfach ich. Ja. So, weißt du, man weiß jetzt einfach, egal wann du die Heckklappe aufmachst, das ist immer geil darunter, ne? Was man halt nicht oft genug sagen kann und betonen kann, wie er es von alleine diese Plastikteile bezogen hat. Weißt du noch? Also da, Ron, dein Nagel sitzt auf jeden Fall genauso tief wie unserer. Einfach hier so diese ganzen Ablagen und alles auch noch so mitzubeziehen. Einfach so, wirklich. Macht halt aus so einem 5-Euro-Stück Plastik irgendwie was Edles gleich, ne? Ja, wirklich brutal geil.
Ich würde das Ding jetzt echt gern als Daily fahren. Jetzt mal so ohne Witz, natürlich nicht im Winter, aber ja, ist auch zu schade für Winter und Regen, aber er ist eigentlich so schön, dass er gefahren werden muss. Weißt du, was ich meine? Aber wenn ich aufgepasst habe, heißt das ja theoretisch, dass das Auto jetzt komplett ist. Nee. Ein was fehlt noch. Also das ist jetzt mein Abschlussgeschenk an dich. Das ist aber nur Centbetrag. Da habe ich noch was machen lassen, weil an dem Schlüssel hängt noch nichts dran. Dann dachte ich mir, vielleicht dass er nicht untergeht in deinem Wirrwarr. Geil. PKM3 CSL. Ja, mega. Nein, geil. Ja. Wie viel Kaltstart hat er jetzt schon hinter sich? Wenn überhaupt 2 oder 3. Echt? Also das erste Mal. So messen wir wahrscheinlich in den Trailer rein, logischerweise. Also das erste Mal natürlich vorpumpen und erster Lauf hier drin. Mhm. Dann aufgeladen haben wir geschoben und abgeladen haben wir angemacht. Man kann schon mal. Also wollen wir mal anräumen? Machen gerne an. Ich will den unbedingt. Pass auf, dass kein Gang drin ist, aber. Ich will den unbedingt mal rein. Oh. Okay, da kommt was. Dezent ist natürlich anders vom Sound her, ne? Passt aber. Geil. Guck, der Krümmer dampft sogar noch. Das heißt, richtig warm war er noch nie. Das heißt, das Hitzeschutzband ist noch gar nicht richtig ausgegast. Der wird erstmal einmal richtig heiß werden. Der läuft halt wirklich wie. Ich wollte gerade sagen, wie neu, aber er ist halt einfach auch neu. Ne? Darf man dabei nicht vergessen. So, und hier bin ich halt wirklich mal gespannt, was hier am Ende an Musik rauskommt. Also nochmal kurz zur Erklärung, das was da jetzt gerade dampft, ist das Hitzeschutzband, was wir um den Krümmer gewickelt haben. Das muss immer einmal komplett heiß werden, dann gast das so aus und dann hört das auch auf. Ah, der Klang zu dem Arsch, ne? Ja, ja, also das ist für mich alles, was geht. So, wenn man hier hinterkniet, man kann gerade so auf die Dachkante gucken. Weil dieses Bürzel so hoch ist. Gib mal ein bisschen Gas bitte. Klingt aber gut. Ja, wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Also so, natürlich, er ist noch kalt und so weiter. Ne? Die Anlagen entwickeln ja, weiß ja selber, ihren Sound ist, wenn sie warm werden, aber. Weil für mich gibt es leider wirklich nicht so viele gut klingende E46. Ist so, ja. Vom Auspuff her. Von vorne wird das, bin ich mir 100% sicher, die Hölle. Mhm. So, aber normalerweise von hinten. Und die Anlage ist extrem bassig, finde ich. Ja. Also voll geil. Dass die Drehzahllampen sind beim M3 immer an, genau, also die gehen. Wenn Öltemperatur steigt, gehen die zurück. Also er sagt dir, du darfst jetzt maximal bis 5 drehen. 10 Grad mehr, verschwindet eine Lampe und so weiter und so fort. Ah, krass, guck, ich bin so ein blutiger E46 M3 Anfänger, das ist nicht mal das Neues. Aber geil ist, man hört selbst so schon das Ansauggeräusch von vorne. Hier so ein bisschen. Also Schaltung fühlt sich alleine geil an. Mhm. Zeig ja, auch weil du gemeint hast, wegen dem Getriebe, wir haben ja Schaltlager und so weiter alles neu gemacht. Also ist alles knackig eigentlich. Ne? Ja, ja. Da werde ich schon ordentlich am Hebel ziehen hier. Das weiß ich jetzt schon. Vor allem, ich liebe ja einfach Alcantara-Schaltknöpfe. Das ist einfach meins. Ich bin ja auch so ein Einhandfahrer. Und ich liebe BMW-Schaltgetriebe. Jetzt müsstest du noch 25 Grad haben, Sonntagnachmittag um 3, trockene Straßen ohne Salz. Wir müssen jetzt natürlich in der letzten Folge hier eine Sache noch aufklären, das ist Gewicht. Leistung können wir noch nicht aufklären, Fahrwerte können wir auch nicht aufklären, weil wir haben Winter, das Auto ist einfach zu schade, um damit jetzt auf der Straße zu fahren, muss man einfach so ehrlich sagen. Werden wir auch nicht nur für ein Video, was jetzt pünktlich rauskommt, tun. Hm. Ja. Muss noch eingefahren werden, das heißt, wir können noch nicht einfach auf den Prüfstand fahren. Ich selber bin sehr gespannt, ob das Ding mehr als 360 PS drückt oder die 360 erreicht. Das heißt, das werden wir definitiv in der Zukunft dann noch machen. Aber einen Punkt, den können wir jetzt klären, Gewicht. Ich würde sagen, als allerletztes einmal auf die Waage. Machen wir.
Also Max, der Moment der Wahrheit. Wir gehen ins Rennen mit 1517 Kilo. Okay. Allerdings Tank war leer. Der war so leer, dass er fast stehen geblieben ist sogar, ne, glaube ich. Jetzt haben wir 20 Liter drin. Mindestens. Das heißt, das sind so 15 Kilo. Gewicht haben wir geholt. Definitiv die ganzen CSL, die ganzen Carbon-Teile. Die Recaro-Sitze. Auspuffanlage haben wir geklärt. Felgen. Hinten ist eine Lithium-Max-Lithium-Batterien drin. Da wird auch ordentlich Gewicht kommen. Ja. Ja, und so ein bisschen Airbox und so, das wird ja auch alles leichter sein. Ne? Minimal, ne? Also ich bin gespannt. Also mein Traum wäre unter 1400. Ich habe mir so im Kopf zusammengerechnet, so 130 Kilo so in dem Dreh müssen eigentlich schon losgehen. Da du ja permanent nur am Wiegen warst, mit Sicherheit wirst du da recht haben, ja? Fahr mal drauf. Fahr mal bitte drauf hier. Weiter, 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 weiter. Stopp! Wo steht's? Ich seh's nicht. Oh, krass, okay. Es geht, ne? Ja. Es geht, ist gut, würde ich sagen, ja. 1363 Kilo. Jetzt der Vergleich zu einem neuen 3er 320D ist schon krass, wenn du überlegst. Die Leistung also ich find's auch in dem M3, das ist brutal. 1363 Kilo, ziehen wir jetzt 15 Kilo Sprit ab, sind wir bei 1350. Das heißt, wir haben wirklich über 160 Kilo aus diesem Auto rausgeholt. Ne? Dafür, dass und jetzt nicht mal Hardcore Ring Tools, sondern immer noch. Vollwertiges Auto, Alter, alles. Leder, Alcantara, Klima ist noch drin. Klima, das Auto ist fahrfertig, bis auf ein bisschen Scheibenwaschwasser. Kann's losgehen, ne? Boah, krass. Also, da kann ich nur sagen, alles richtig gemacht, Gewicht geil, mega Auto. Wir können Bier trinken gehen. Geil, das wird's. Also das war schon wirklich eine krasse Nummer. In 43 Tagen aus einem Japan-Import einen wirklich nahezu perfekten E46 M3 zu bauen. Es ist wirklich komplett aus dem Ruder gelaufen. Umso stolzer können wir jetzt auf das Ergebnis sein. Dieser BMW, er ist einfach, ja, ihr müsst dieses Fahrzeug einfach noch mal sehen, müsst es euch jetzt nach dieser Videoreihe noch einmal angucken. Also, jedes Mal, wenn ich morgens zur Messe gekommen bin und auf einmal stand dieser BMW da bei uns auf dem Stand, es war für mich, es war einfach so irreal. Und bis zum Schluss, bis zum letzten Videodreh war es genauso jedes Mal, wenn ich zu Max gekommen bin. Tor auf, ich sehe diesen schwarzen BMW da stehen, ich sehe für mich ein perfektes Auto. Ich bereue keine Sekunde. Es war einfach. Es hat einfach nur Spaß gemacht und das Ergebnis spricht einfach nur für sich. Also schlussendlich muss ich sagen, so viel Stress, Anstrengung, schlaflose Nächte und weiß Gott nicht alles es war. Ich würde es jederzeit wieder machen. Definitiv. Weil es auch einfach unabhängig davon eine geile Zeit war. Geile Zeit zum Schrauben, geile Zeit mit Philipp. Man hat so viele Leute noch kennengelernt, mit Firmen telefoniert. Ja, es war mega. Das nächste Mal vielleicht mit 2 Tagen mehr. Dann ist nicht ganz so stressig, aber an sich ja, hätte ich so Bock auf nochmal so ein Projekt. Auf jeden Fall, ja, bin ich dabei. Neben der eigentlichen Technik vom Auto und der Arbeit am Auto war für uns natürlich auch komplett neu die Art und Weise, wie wir das Ganze angegangen sind. Erstens, ein Projekt geheim halten ist eigentlich nicht so unser alltägliches Brot. Dann die Art und Weise, wie wir es gefilmt haben, wie wir es schneiden und wie wir es euch präsentieren, war natürlich auch etwas ganz Neues für uns. Es war so ein bisschen mehr Doku-Style. Der eine oder andere hat natürlich Parallelen zu Grip gesehen. Wir wollten einfach mal was für unseren Channel, was Neues testen. Ich denke, wir können stolz drauf sein als Team. An dieser Stelle wirklich nochmal an allen Beteiligten, wirklich jedem Einzelnen. Ich weiß es auf jeden Fall sehr zu schätzen, wie ihr geholfen habt und werde das auf jeden Fall auch niemals vergessen. Das, was wir als Team auch mit der Videoreihe geschafft haben, wir reden jetzt in Summe von 10 Folgen. Ich denke,
Auch damit haben wir alles richtig gemacht, wie wir euch das Ganze am Ende präsentiert haben. Wir haben lange überlegt, machen wir eine lange Doku, 90 Minuten, 120 Minuten, irgendwie sowas. Da muss ich allerdings ganz ehrlich sagen, das war für uns eine Nummer zu hoch. Das hätten wir nicht umgesetzt bekommen, weil bei 90 Minuten muss man einfach, da muss man sich minutenweise durch so einen Film arbeiten. Das wäre nochmal eine ganz andere Liga gewesen. Die hatte uns persönlich nach der Messe dann zu lange gedauert, bis diese Doku dann irgendwann fertig wurde bzw. geworden wäre. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, 10 knackige Folgen rauszumachen. Es war für uns alle wirklich ein Genuss, wie ihr jeden Sonntag wieder kommentiert habt. Geile Folge, ging extrem schnell rum. Warum müssen wir jetzt wieder eine Woche warten, bis die nächste Folge kommt? Genau das ist das, was man lesen will. Deswegen, ich denke, ich kann einfach nur Danke sagen. Es hat mega Spaß gemacht, egal wie anstrengend es war. Ergebnis vom Auto brauche ich gar nicht mehr sagen. Ich kann einfach nur Danke an alle Beteiligten sagen. Ganz speziell natürlich an Max. Was du geleistet hast, war wirklich brutal. Du bist wirklich ein richtiger Macher. Du ziehst 100% durch. Auf dich ist Verlass. Und sowas heutzutage zu finden, ist halt wirklich extrem selten. Ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich weiterhin Max auf seinem YouTube-Channel auch ein bisschen unterstützt. Und ihr könnt euch auf jeden Fall noch auf jede Menge weiteren Content mit dem BMW jetzt freuen. Der bleibt jetzt in unserem festen Bestand. Und mal gucken, was 2022 noch so mit sich bringt. Denn wir haben noch einiges vor. Ihr könnt euch auf ein richtig, richtig, richtig krasses Video mit diesem Auto freuen. Das können wir allerdings bei dem aktuellen Wetter noch nicht drehen. Deswegen in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.